Oh, wow. Das sind ja Gummibärchennudeln. Und ich habe ganz normale Nudeln bekommen. Ich bin hier die Hübscheste, also habe ich auch die teuersten Nudeln hier bekommen. Anders hätte das auch nicht sein können. Das ist ja echtes Gold. Aber wer ist das schon? Ich muss meinen Stylisten fragen. Ganz genau. Ted! Hallo, meine Süße. Gib mir diese Goldketten. Ich werde dich in eine richtige Prinzessin verwandeln. Oh yeah. Emma, du bist hier das süßeste Mädel überhaupt. Das brauchen wir nicht mehr. Danke dir, Ted. Mach's gut. Mann, bin ich hübsch. Wow. Voll cool. Ich glaube, ich kann dasselbe machen. Na? Gefällt euch das? Nein. Geschmackslos. Ach, du verstehst doch gar nichts. Und außerdem kann ich ja meine Nudeln noch essen und du deine nicht. Zu schade, dass ich nur so wenig habe. Aber dafür bin ich satt. Lecker Schmecker. Das war's auch schon. Betty, jetzt bist du dran. Ich mag zwar diese Sofortnudeln, aber ich will die nicht trocken essen. Das ist überhaupt nicht cool. Ich glaube, ich brauche da was. Streichhölzer? Wozu denn? Ich werde schon nichts verbrennen. Macht euch keine Sorgen. Feuer! Ja, es hat geklappt. Ich brauche nämlich ein bisschen Wasser. Das ist doch genial, oder? Schaut mal. Jetzt kann ich auch meine Nudeln essen. Hey, was seid ihr denn so traurig? Errate mal. Tut mir leid. Aber dafür kann ich jetzt meine Nudeln probieren. Voll lecker. Ein trockenes Stück Brot? Wie ekelhaft. Also ich esse normalerweise nicht so was Billiges. Oh, ich habe noch nie so ein teures Sandwich gesehen. Wie cool. Ich liebe es. Ihr habt wohl alle Glück gehabt, außer mir. Ich esse das nicht. Bleib mal stehen. Du solltest das nicht wegwerfen. Du solltest das essen. Okay, wenn ihr darauf besteht. Ah, was für ein schreckliches Knirschen. Geht jetzt auch nicht viel besser. Das ist voll ekelhaft. Oh, nee. Das war's. Emma, mach weiter. Ich frag mich, wie es ist, solche billigen Lebensmittel zu essen. Das werden wir gleich herausfinden. Das ist ja gar nicht schlecht. Aber ich brauche mal kurz eine Serviette. Wow. Könntest du mir deine Servietten geben? Oh, so viel Geld. Was für ein Glückstag. Das war lecker. Okay, jetzt bin ich reich. Ah, das sieht so erbärmlich aus. Und schau dir diesen Riesenbauch an. Oh nein, was für ein Albtraum. Dagegen muss sofort etwas unternommen werden. Wo ist mein Trainer? Oh Mann, was ist denn mit dir passiert? Auf zum Training, jetzt sofort. Emma, mach nicht schlapp. Komm schon, lauf. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, du schaffst das. Noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Mach schon. Wunderbar. Du kannst das schaffen. Mach weiter so. Na los. Drück fester. Oh, ja. Na,
Ich würde sagen, du bist eine Million Dollar wert. Danke, Ted. Oh, yeah. Ich gehe dann mal. Mädels, hier bin ich wieder. Betty, worauf wartest du noch? Ist schneller. Ich habe noch nie so ein Sandwich gegessen mit Geldscheinen und Goldbarren drin. Unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, das zu probieren. Wie lecker. Also, selbst ich kann mir sowas nicht erlauben. Ich liebe es. Das war unglaublich. Super. Hier ist noch ein Diamant übrig. Meine Zähne. Das hat wehgetan. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Das war lecker. Ups. Ha, noch ein Geldschein. Man kann nie genug davon haben. Ein richtig cooles Mädchen bekommt ein cooles Nutella-Glas. Schön. Ich habe auch ein tolles Nutella-Glas bekommen. Ich habe die Zartbitter-Schokoladenpaste, die ich liebe. Aber natürlich hat Emma ein größeres Gefäß. Heißt das, ich habe am wenigsten Glück gehabt? Aber dafür kannst du anfangen. Ah ja, genau. Hey, wieso ist da gar nichts drin? Aha, ist wohl nicht dein Tag, oder? Na, wieso denn? Dafür kann ich ein ganzes Glas Schokomilch bekommen. Nur mal kurz durchschütteln. Und schon ist mein Schokococktail fertig. Seht ihr? So geht das. Ich liebe es. Zu schade, dass ich nur so wenig habe. Mary, jetzt bist du dran. Na los, fang an. Na endlich. Oh, wow, das sieht ja richtig bunt aus. Ich hoffe, das schmeckt auch gut. Wow. Diesen Finger muss ich sofort ablecken. Ich bin erstaunt. Ich will sofort alles. Voll lecker. Ich krieg gar nicht genug davon. Oh nein, meine Hand ist stecken geblieben. Helft mir. Ohne euch schaffe ich das nicht. Ich habe da eine Idee. Meine Großmutter hat immer gesagt, dass Seife helfen kann. Ah, wir haben es geschafft. Meine Oma hatte recht. Yeah, aber jetzt ist meine Hand ganz seifig. Okay, also ist Emma jetzt dran. Oh, was für ein schweres Gefäß. Was soll ich denn tun? Genau, ich brauche Hilfe. Austin, wo bleibst du? Schönen guten Tag. Soll ich das Glas heben? Ja, bitte. Ich will das Ding direkt in den Mund. Kann ich machen. Oh, ist das lecker? Yeah, Baby! Oh, der sieht ja richtig gut aus. Okay, das reicht, das reicht. Das reicht, ich schaff nicht mehr. Austin, schau mal. Fräulein Emma, das tut mir leid. Ich wollte nicht. Ich bin gleich wieder da. Wofür bezahle ich ihn überhaupt? Menno. Ich finde, ich sollte anfangen. Ich bin die Hübscheste von uns allen. Hä? Was ist das denn? Ein Glas Wasser? Soll das ein Scherz sein? Ich habe keinen Plan. Mädels, ich glaube, ich hab's erraten. Wir müssen einen Teebeutel besorgen, um Tee zu machen. Hier, ich habe einen in der Tasche. Bitte sehr. Ein Teebeutel? Sowas habe ich noch nie gesehen. Benutzen das nur arme Menschen? Mal sehen, was daraus wird. Das Wasser scheint braun geworden zu sein. Es ist eine Kostprobe wert. Es schmeckt nicht gerade gut, gefällt mir nicht.
Ich werde nie wieder Tee für arme Menschen trinken. Igitt. Und dieser schreckliche Nachgeschmack. Ich muss das wegwerfen. Nein, nein, nein. Den kann man nochmal verwenden. Du meine Güte. Auf dieses Niveau werde ich mich doch nicht herablassen. Ich bin bloß sparsam. Mach weiter, Bella. Oh, wow. Ich habe eine Menge Limonade. Womit soll ich anfangen? Keine Ahnung. Ich brauche einfach einen Strohhalm. Kirschcola. Wie ungewöhnlich. Schaut mal, meine Zunge hat sich gefärbt. Ziemlich cool, nicht wahr? Und jetzt auch die anderen Farben probieren. Ein echter Regenbogen. Das hebt mir die Laune. Schaut mal, jetzt habe ich eine Regenbogenzunge. Cool, nicht wahr? Keine große Sache. Das sieht toll aus. Vielen Dank, Emma. Wisst ihr, ich habe nachgedacht und beschlossen, ich muss meinen Look dringend ändern. Mal sehen, ob ich was Passendes habe. Mein persönlicher Stylist wird mir damit helfen. Mach dir keine Sorgen, Bella. Wir finden bestimmt was. Ich brauche ein buntes Outfit. Okay, Glitzer ist zu kitschig. Wir brauchen was Interessanteres. Beeil dich, probier das da an. Und ich mache dir so lange die Haare. Wow, Bella. Ich mag, was du da machst. Na also, so gefällt es mir viel, viel mehr. Kevin, vielen Dank. Mach's gut, meine Hübsche. Jetzt bist du dran, Emma. Hä? Wozu sind denn die ganzen Gläser hier? Was soll ich damit machen? Grüß Gott, kann ich behilflich sein? Das hier ist ein Sammlergetränk. Hey, das ist nicht fair. Ich hätte das bekommen sollen. Das muss ein Irrtum sein. Oh, das sieht ja schön aus. Das glitzert. Das Getränk muss ein Vermögen wert sein. Daran besteht kein Zweifel. Hey, schenk mir auch was ein. Ich bezahle dich. Tut mir leid, aber die Flasche ist bereits leer. Leider kann ich Ihnen nicht helfen. Okay, diese Kirchenmaus kann den Geschmack eines edlen Getränks eh nicht schätzen. Zieh keine voreiligen Schlüsse. Ich will das unbedingt probieren. Nein, 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 nimm doch bloß nicht das Glas von unten. Ups, ich hätte nicht gedacht, dass die Pyramide so einfach zusammenfallen kann. Das schmeckt lecker, gefällt mir total. Wollt ihr auch was probieren? Dankeschön. Ach, was für ein Vergnügen. Ah, mir gefällt's nicht. Ladies, es geht weiter. Wir hätten es nicht überstürzen sollen. Dieser Fisch stinkt, ja? Wer isst denn sowas? Ich würde es nicht wagen, aber du solltest es probieren. Wie nett von dir, Susie. Nein, tut mir leid, aber ich kann das nicht essen. Kellner! Ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie diesen Fisch essen? Ich glaube, der ist faul geworden. Aber wenn Sie mich darum bitten, kann ich natürlich absagen. Ich muss einfach so schnell wie möglich machen. Ach, kommt schon. Den Fisch kann man noch essen. Der sieht doch gut aus. Oh, wow. Das machen Sie toll. Bravo. Ich wusste, dass Sie das schaffen könnten. Vielen Dank. Das war nicht einfach. Sie haben eine Belohnung verdient. Kluger Schachzug, Bella. Gut gemacht. Mal sehen, wie du das machst. Besteck und Soßen? Was soll das denn bedeuten? Bitte sehr, Ihr Fischsteak ist fertig. Oh, vielen Dank. Das sieht richtig appetitlich aus. Das Besteck wird nützlich sein. Ich will sofort mein göttliches Gericht probieren. Der Chefkoch hat eine großartige Arbeit geleistet. Sowas nenne ich Haute Cuisine. Ah, tut mir leid, aber das hat mich total umgehauen. Ich muss das alles so schnell wie möglich aufessen. Wunderbar. Sowas habe ich von ihr nicht erwartet. Susie, du machst mir Angst. Ich esse gerne. Kann ich Ihnen den Teller nehmen? Ich bin sprachlos. Emma, mach du weiter. Ist das ein Gericht? Das ist doch im Aquarium drin. Ich will doch keinen lebendigen Fisch essen. Du musst es aber, das sind die Regeln. Ich habe eine bessere Idee. Ich meine, wenn ihr darauf besteht, kann ich diesen Fisch sofort essen. Oh
mein Gott, ich kann gar nicht hinschauen. Armer Fisch, der hat das nicht verdient. Na, endlich schauen die nicht hin. Komm mal her, ich muss dich retten. Das war's, großartig. Jetzt werde ich dich verstecken. Und die sollen denken, ich habe dich aufgegessen. Sie hat es wirklich geschafft. Ah, der war köstlich. Mörder? Hey, wo bleibt unser Essen? Es ist doch unanständig, uns so lange warten zu lassen. Oh, hallo, wer sind Sie denn? Ich mache keinen Hehl daraus, Bella. Ich mag dich sehr. Ich will dir einen Antrag machen. Nimm diesen Ring an. Oh, wie unerwartet. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber der Ring sieht wunderschön aus, nicht wahr? Dummerchen, das ist kein Diamant. Das ist nur Karamell. Du bist doch bloß neidisch auf mich, Susie. Emma, was hältst du davon? Super, sowas habe ich noch nie gesehen. Oh, das riecht ja süß. Ich will was probieren. Na, habe ich's dir doch gesagt. Schau mal, Bella. Was erlaubst du dir, Emma? Wieso leckst du meinen Ring? Na, weil er lecker ist. Jetzt muss ich ihn wegwerfen. Ist doch voller Spucke hier. Wie konntest du das tun, Bella? Ich hab gedacht, wir werden zusammen sein. Du hast mir das Herz gebrochen. Bitte geh nicht weg. Da hat sich wohl jemand gerade das Privatleben ruiniert. Du sagst es. Hallo, Liebling. Na, endlich habe ich dich gefunden. Lass mich in Ruhe. Wag es ja nicht, mich anzufassen. Susie hatte kein Glück mit ihrem Verehrer. Ich will dir diesen Ring als Zeichen unserer ewigen Liebe schenken und natürlich Blumen. Das ist doch kein Ring. Du hast mir nur den Finger mit einem Filzstift bekleckert. Ich brauche Hilfe. Können Sie ihn bitte wegbringen? Was wird mit unserer Liebe? Na, endlich bin ich den los. Hübsche Damen, gestehen Sie, wer von Ihnen ist Emma? Ich muss meine Prinzessin sehen. Aha, der wollte doch Bella sagen. Nein, nein, ich meine Emma und nur Emma. Ah, da ist sie ja, meine Göttin. Aha, du meinst mich? Soll das ein Scherz sein? Ich wusste immer, dass ich einen Prinzen heiraten würde. Ich schenke dir diesen Diamantenring. Probier ihn an. Ja, natürlich. Ich will. Wow, wie dieser Stein glitzert. Mädels, schaut mal. Der ist so ein Vermögen wert. Hier liegt doch offensichtlich ein Irrtum vor. Der Prinz konnte die doch nicht aussuchen. Gib mir den Ring. Nein, der gehört mir. Du weißt eh nicht, wie man damit umgeht. Hey, wo ist mein Ring hin? Ah, was für ein schöner Sternenhimmel. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit gegangen. Steck den Ring weg. Das ist mein Ring. Ich dachte, ich habe ihn schon verloren. Ich muss ihn wieder anziehen. Oh, ist das schön. Dieser goldene Springbrunnen, was könnte schöner sein? Wow, sieht großartig aus. Aber mein Schokobrunnen ist auch ganz nett. Du sagst es. Mein Springbrunnen kann da wohl nicht mithalten. Und ob, der ist aus Pappe. Ich glaube, ich sollte anfangen. Aha, ich weiß. Ich wollte schon länger ein goldenes Handy haben. Es ist Zeit, den Traum zu verwirklichen. Wie schön. Wird das funktionieren? Ja und ob. Es hat geklappt. Jetzt habe ich ein goldenes Handy. Fantastisch. So eins hätte ich auch gerne. Gold ist natürlich schön, aber Schokolade ist besser. Weil man die Schokolade essen kann. Schau nur, wie köstlich sie tropft. Lecker. Super, ich will auch was probieren. Hey, was ist mit meinem Brunnen passiert? Glückwunsch, du hast sie kaputt gemacht. Ich habe ganz vergessen, dass er aus Pappe ist. Ich stelle ihn wieder auf. Das ist alles Unsinn. Akzeptiert doch einfach die Tatsache, dass Schokolade am besten ist. Ihr könnt mir gerne beim Essen zuschauen. Ich habe eine bessere Idee. Ich nehme einen Strohhalm und trinke auch was von der Schokolade. Es gibt nichts besser als Schokolade. Wo ist sie hin? Susie, hast du das gemacht? Nein, ich habe meinen eigenen Brunnen. Das muss Emma gewesen sein. Genau. Sie hat Schokolade im Gesicht. Sei mir nicht böse, Bella. Ich hatte bloß Lust auf was Süßes.
Das ist auch kein Grund, mir die Schokolade zu stehlen. Okay, ich werde das nie wieder tun. Oder vielleicht doch. Das war es wert. Lecker Schmecker. Super, ich habe das aufgenommen. Jetzt kann ich das online stellen. Mädels, ihr seid so witzig. Was ist das? Sieht aus wie ein Keks, aber richtig komisch. Voll süß. Ich mag es. Ted, du hast es aber eilig. Holen wir uns zuerst unsere Kärtchen. Ist ja gut, wie du meinst, aber schlag mich nicht mehr. Oh Mann, ich muss meine Kekse ohne Hände schnitzen. Loser, loser, loser. Oh, das ist voll gemein, aber okay, ich schaff das trotzdem. Ihr müsst uns beeilen. Es gibt keine Minute zu verlieren. Gut, dass ich beide Hände benutzen kann. Das geht viel schneller. Das stimmt schon, aber ich kann das auch mit einer Hand machen. Beziehungsweise, ich kann einfach den Rest wegknabbern. Das schmeckt übrigens köstlich. Und was soll ich ohne Hände tun? Es scheint nur einen Ausweg zu geben. Aua, meine Stirn tut weh. Aber dafür klappt's. Ich mache einfach weiter. Das ist meine Chance. Sieht so aus, als würde Lucy vor nichts Halt machen. Ich muss mein Bestes tun. Oh nein, mein Keks ist zerbrochen. Wie denn das? Nein, das gefällt mir gar nicht. Schluss damit. Oh, diesmal haben mir nicht mal meine zwei Hände geholfen. Oh nein, ich will nicht, dass dasselbe mit mir passiert. Lucy, wir müssen weitermachen. Das war's, ich habe auch verloren. Gleich fängt's an. Oh, voll nass. Das fühlt sich furchtbar an. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Ich muss noch schnell fertig werden. Das war's, die Zeit ist um. Fantastisch, ich hab's geschafft. Ich hab gewonnen. Das ist voll ungerecht, du hast bloß Glück gehabt. Pommes mit Soße, voll toll. Na endlich kriegen wir was zu essen. Das ist meine Karte. Zwei Hände ist ja cool. Yeah. Ich hab eine bekommen, auch nicht schlecht. Aber hätte besser sein können. Oh Mann, diesmal habe ich Pech gehabt. Ich schlage vor, wir fangen an. Ich bin auch schon bereit. Ich kann es kaum erwarten, diese Pommes zu probieren. Oh nein, was sehe ich denn da? Chili-Soße? Das wird böse enden. Ich wusste doch, dass es hier irgendwo einen Haken gibt. Ich hasse scharfe Soßen. Ich reagiere sehr stark darauf. So weit, so gut. Dein Mund raucht. Und jetzt auch noch die Ohren. Kein gutes Gefühl. Ich muss sie zum Schweigen bringen. Ah, jetzt geht's mir gut. Um ehrlich zu sein, siehst du nicht gerade gut aus. Ich will mir gar nicht vorstellen, was mit uns passiert. Das mag zwar beängstigend aussehen, Suzy, aber ich bin bereit, diese Soße zu probieren. Ist ja nur ein kleiner Tropfen. Glaubst du, das lasse ich durch? Auf keinen Fall, du brauchst mehr Soße. Jetzt aber guten Appetit. Du hast mein Essen verdorben, Lucy. Ich bin mir sicher, mein Kopf wird danach explodieren. Okay, ich kann eh nichts mehr tun. Wünsch mir Glück. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ekelerregend das sein muss. Jetzt geht's los. Ich fange an zu brennen. Oh nein, hier kommt das Feuer. Du meine Güte. Oh, ich mag diesen Wind hier. Wobei, nein, das wird langsam zu viel. Hör auf. Okay, jetzt geht's mir besser. Woran denkst du denn? Jetzt bist du dran. Das lässt sich nicht leugnen. So sehr ich den Moment auch aufschieben möchte, es wird Zeit, was zu tun. Na, schmeckt's dir? Richtig gut. Ich mag diese Pommes. Du hast aber die Soße völlig vergessen. Komm schon. Ah, danke, dass ihr mich dran erinnert. Dabei hat alles so gut angefangen. Lass mich dir helfen, Suzy. Bitte sehr. Oh nein, das wird ganz schön scharf. Hilfe! Wow, das sieht ja schön aus. Eine echte Feuershow. Wir müssen unbedingt eine Brille anziehen. Warum sitzt ihr nur da und tut nichts? Schau mal nach oben, Suzy. Ups, ich glaube, ich habe ein Loch in der Decke gemacht. Aber dafür haben wir jetzt eine wunderbare Aussicht. Was ist das denn? What the? Yeah, du blöder Vogel.
Das soll Glück bringen. Das ist nicht lustig. Wow, schwarzer Kaugummi. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Beeilen wir uns mal mit unserem Kärtchen. Oh ja, ich habe Glück gehabt. Das Universum hat mich gehört. Oh Mann, nur eine Hand. Wieso ist das Leben so ungerecht? Wieso muss ich ohne Hände essen? Ach, komm schon. Auf die eine oder andere Weise wird das schon gehen. Zwar werde ich mich viel wohler fühlen, denn ich darf ja mit beiden Händen essen. Wahnsinn, das riecht einfach zum Sterben gut. Ich liebe diesen Kaugummi. Ich will gleich alles auf einmal. Ted, du benimmst dich so, als hättest du noch nie Kaugummi probiert. Ich weiß einfach, wie man das Leben genießt und du nicht. Schau mal, ich mach gleich eine Blase. Oder doch nicht? Was für ein blöder Scherz. Ich rede nicht mehr mit dir. Ich werde Lucy noch eine Lektion erteilen. Ach komm schon, sei nicht beleidigt. Was hast du getan? Ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Yeah, dieser Kaugummi ist voller Sabba. Das ist voll ekelhaft. Ach komm schon, ich wollte doch nur ein bisschen Spaß machen. Jetzt bist du dran. Ich habe keinen Appetit mehr. Wie soll ich den Kaugummi öffnen? Ich kann doch meine Hand gar nicht mehr benutzen. Hilfe, ich stecke fest. Ups, das war peinlich. Na, vielen Dank, Ted. Das werde ich nie vergessen. Jetzt ist aber Susie dran. Das wird nicht einfach sein. Der Kaugummi entgleitet mir immer wieder. Wie soll ich ihn öffnen? Streng dich an, du wirst das schaffen. Oh nein, ich habe ihn in den Mülleimer geworfen. Was soll ich jetzt tun? Ich muss einfach den Atem anhalten. Vorsicht, Susie. Der ganze Müll fliegt doch in unsere Richtung. Hilfe, ich kann nichts sehen. Oh Mann, die hat hier eine Mülltonne auf dem Kopf. Was für eine Wendung. Susie, hör mir zu. Wir sind hier drüben. Gut gemacht, setz dich. Ah, ich hab's geschafft, den Kaugummi rauszukriegen. Und einen Haufen Müll mit dazu. Ja und, das war's wert. Köstlich. Schaut mal, das ist Fanta. Was für tolle Flaschen, super. Vergiss die Karten nicht, mal sehen. Yeah, endlich habe ich zwei Hände. Oh Mann, ich habe schon wieder nur eine. Das ist ja bereits Tradition. Sieht so aus, als müsste ich die Fanta ohne Hände trinken. Keine schlechte Idee. Versteck deine Hände, Ted. So sind die Regeln. Ja, ja, du hast recht. Klar habe ich recht. Es wird Zeit, dass ich dieses leckere Zeug hier probiere. Wie es sich herausstellt, ist es richtig bequem, den Verschluss mit beiden Händen zu öffnen. Und es ist noch bequemer, die Flasche mit beiden Händen zu halten. Ist das ein toller Geschmack. Ich bin begeistert. Endlich habe ich meinen Durst gestillt. Oh nein, die Flasche klebt an meinen Lippen. Wow, wie witzig. Lach nicht, Ted. Susie, lass dir helfen. Oh, vielen Dank, Lucy. Du bist eine wahre Freundin. Meine Lippen sind angeschwollen. Ha, wie lustig. Ich habe doch gesagt, du sollst nicht lachen. Ja. Okay, jetzt wird es aber Zeit, dass ich mich erfrische. Ich hoffe, ich schaffe es, die Flasche mit einer Hand zu öffnen. Das ist gar nicht so einfach. Vielleicht hilft mir der Tisch? Nein, dieser Lifehack funktioniert nicht. Ich glaube, ich habe die Fanta zu sehr geschüttelt. Oh nein, die wird doch gleich explodieren. Hilfe! Was hast du getan, Lucy? Tut mir leid, ich wollte doch bloß die Flasche öffnen. Och, Menno, meine Limonade ist verschüttet. Jetzt habe ich nichts mehr. Das ist wohl unfair. Ich bin voll nass. Tut mir leid, aber da lässt sich nichts mehr tun. Gut, dass meine Flasche noch voll ist. Lass mich mal herausfinden, wie ich sie öffnen soll. Ich werde es mit den Zähnen versuchen. Und es hat geklappt. Jetzt trinke ich's aus. Wie machst du das? Unglaublich. Ich bin zu viel mehr fähig, wenn es um Essen oder Süßigkeiten geht. Das sieht richtig eklig aus. Ich stimme dir zu, Susie. Ihr seid doch bloß neidisch auf mich. Schaut mal, ich habe alles ausgetrunken. Das war gar nicht schwer. Wow. Mädels, das sieht ja so toll hier aus. Hallöchen. Wir werden gemeinsam lernen und gemeinsam leben.
Sucht euch ein paar Betten aus. Ah, ich nehme natürlich dieses Bett hier. Ich mag es, auf der zweiten Etage zu schaffen. Oh nein, ich habe meinen Koffer vergessen. Es wird Zeit für ein bisschen Magie. Komm mal her, mein kleines Kissen. Super. Und jetzt wird es Zeit für den Rest. Das sind meine Stifte. Und meine Notizbücher. Super. Oh Mann, das mit der Decke wird gar nicht so einfach. Na komm schon, komm schon, komm schon. Wir haben es fast. Komm mal her. Noch ein bisschen? Ups. Ah, ich hab's ein bisschen übertrieben. Huch. Ach du meine Güte. Das war richtig lustig. Lacht ihr doch so viel ihr wollt. Ich hab mein Bett fertig. Okay, es wird Zeit, dass ich auch meine Sachen auspacke. Mal sehen. Ups. Während ich unterwegs war, ist mein Koffer total durchnässt worden. Was soll ich jetzt mit diesen nassen Sachen machen? Oh Mann. Ich glaube, ich kann dir helfen. Warte mal kurz. Deine Sachen werden gleich trocken sein. Oh, danke schön. Das ist so nett von dir. Moment, wieso riecht das hier so seltsam? Ich glaube, du hast es auch ein bisschen übertrieben. Was? Oh nein, mein Notizbuch ist von innen verbrannt. Menno, was hast du angerichtet? Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Mir ist aufgefallen, dass es hier überhaupt keine Pflanzen gibt. Es wird Zeit, das zu ändern. Ich wollte doch nur ein paar Pflanzen. Hey, wartet mal. Geht mal wieder zurück in den Koffer. Ihr solltet lernen, mir zu gehorchen. Was erlaubt ihr euch? Ich hab gesagt, bleibt da sitzen. Na also. Huch. Ihr bleibt erstmal unterm Bett. Ups. Ach, achtet nicht darauf. Okay, jetzt wird es Zeit, dass ich meinen Koffer auspacke. Ich kenne ja mein feuriges Temperament, deshalb habe ich immer einen Feuerlöscher mit mir. Hallöchen. Was willst du denn mit einem Feuerlöscher anfangen? Hatschi! Oh Mann. Mädels, keine Panik. Sowas passiert mir öfter. Genau dafür gibt's ja auch einen Feuerlöscher. Seht ihr? Und schon haben wir kein Problem mehr. Nichts brennt mehr. Alles klar. Wir haben es verstanden. Passiert das öfter? Ach, das sind doch Kleinigkeiten. Oh, hab ich ein schönes, weiches Bett hier. Ich mag mein Bett auch total. Mir gefällt auch alles. Ich mag mein Bett hier. Oh, meine kleinen Oktopusse. Was ist unsere erste Stunde heute? Aha, die Gesetze der Magie. Es ist Zeit, meine Tasche zu packen. Oh, unsere erste Stunde ist ja voll interessant. Ich bin schon auf dem Weg. Na, Monika, bist du bereit? Na, dann lass uns gehen. Ich frage mich, wie unser Lehrer sein wird und was wir machen werden. Willkommen in der Schule der Magie. Also, ich bin eure magische Lehrerin. Oh wow, die ist ja voll unerwartet erschienen. Ach, freut mich, dass es euch gefallen hat. Jess, du kommst an die Tafel. Ich? Sicher? Aber ich will nicht. Na okay. Zeig uns, was du kannst. Bitte. Was ich kann? Moment mal. Schaut mal. Ich kann dieses Wasser hier steuern. Oh, voll cool. Mach weiter.
Und jetzt kann ich mit dem Wasser jonglieren und es noch höher fliegen lassen. Ups, ich glaube, die Blasen hören nicht mehr auf mich. Was ist hier los? Wieso hast du das getan? Ups. Oh, du musst noch vieles lernen. Setz dich an deinen Tisch. Grace, mal sehen, was du drauf hast. Ich bin bereit. Na los, überrasch uns. Yeah! Okay, ich kann einen kleinen Tornado erzeugen. So in etwa. Und ich kann ihn größer machen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich denke, das reicht. Grace, bitte hör auf. Dieser Tornado wird doch gleich die ganze Klasse vernichten. Ich kann ihn nicht mehr aufhalten. Oh, bitte halten Sie durch, Frau Lehrerin. Wo bin ich? Was ist passiert? Huch. Grace. Tut mir leid, ich setze mich wieder an meinen Platz. Wo willst du denn hin? Wir sind noch nicht fertig. Monika, komm an die Tafel. Ich zeige euch, was ich kann. Nicht schlecht. Mach weiter. Schaut mal, ich kann ein feuriges Herz machen. Gar nicht schlecht. Und außerdem kann ich dieses Herz Ihnen schicken. Ups, also das wollte ich nicht. Sie sehen aus wie ein verbranntes Toastbrot. Das war's, meine Geduld ist am Ende. Ist ja gut, ich setz mich wieder. Ich will auch das zeigen, was ich kann. Na los, schlimmer kann es ja eh nicht werden. Yeah. Warten Sie es ab. Noch ein bisschen. Irgendwie habe ich jetzt schon Angst. Oh, was ist denn hier passiert? Oh, wunderschön. Gefällt mir. Wo kommen diese Büsche her? Was wollen die von mir? Das war's. Meine Geduld ist am Ende. Oh, die Stunde ist um. Wir sehen uns in der nächsten Unterrichtsstunde. Ja, wir gehen dann mal. Bis dann. Mädels, Moment. Ihr müsst mich doch erstmal befreien. Na, hat euch euer erster Tag gefallen? Ja, das war so spannend. Mädels, mir ist was eingefallen. Lasst uns eine kleine Party schmeißen. Noch ein bisschen Magie hier und ein bisschen Magie da. Gleich werden wir uns herzlich amüsieren. Wow, Sophie, das hast du toll gemacht. Tja, ich habe eben nur gute Ideen. Wie wär's denn mit etwas Musik? Yeah, das macht voll viel Spaß. Oh, habt ihr Lust auf etwas Süßes? Aus dieser langweiligen Zuckerwatte mache ich uns Regenbogenzuckerwatte. Sowas habt ihr noch nie probiert? Grace, danke für die Idee. Ich kümmere mich um unsere Getränke. Abracadabra. Schaut euch diese bunten Cocktails an. Cool, nicht wahr? Bedient euch. Wow, voll toll. Ich kann auch was machen. Wie wär's denn mit etwas frischem Popcorn? Ah, ich liebe das. Ups. Mensch, das passiert mir immer wieder. Tut mir leid. Ach, komm schon, dafür hat's Spaß gemacht. Guten Morgen allerseits. Hey, was ist hier denn los? Warum ist alles voller Pflanzen? Ich verstehe nichts. What? Liegt das etwa an meinem Aussehen? Oh, wie soll ich denn jetzt mit diesem Meerjungfrauenschwanz laufen? Ah! Oh, und überall diese Blätter hier. Was für ein Albtraum. Okay, ich muss dringend ans Waschbecken rankommen. Ich habe viel zu viele Pflanzen auf mir. Ja, jetzt geht's mir besser. Hä? Was ist denn mit meinen Händen los? Wow, schaut mal, was ich tun kann. Ich kann diese Pflanzen wachsen lassen.
unglaublich. So kann ich noch schöner aussehen. Langsam gefällt mir mein Look. Aber ich kann immer noch nicht laufen. Was für ein schöner Traum. Hä? Was riecht denn da so komisch? Ah, hier brennt doch was. Was konnte hier passieren? Ist das alles, weil ich jetzt eine Meerjungfrau bin? Ah, wo war nochmal der Feuerlöscher? Ich muss dieses Feuer löschen. Huch, das war ganz schön knapp. Was ist denn mit meinen Händen los? Wow, ich wusste ja gar nicht, dass ich sowas tun kann. Oh Mann, aber ich kann kaum stehen. Ich bin nicht dran gewöhnt. Oh, was soll das? Okay, ich habe die Balance wieder. Mist, so werde ich doch das gesamte Haus niederbrennen. Mensch, jetzt muss ich wieder alles löschen. Ich bin doch eine Meerjungfrau und kein Feuerwehrmann. Was ist denn hier los? Wieso schwebe ich in der Luft? Aua! Also ich hätte nicht gedacht, dass ich die erste fliegende Meerjungfrau auf der Welt sein würde. Oh, voll cool. Ich kann die Luft kontrollieren. Wow. Aber ich mag meine glatten Haare nicht. Wobei, ich könnte sie mir ja lockig machen. Na, so sieht's doch um einiges besser aus. Ich sehe richtig gut aus. Die schönste Meerjungfrau überhaupt. Ah, dieser blöde Wecker. Ich habe ganz schön tief geschlafen. Guten Morgen. Hey, was ist denn hier los? Wieso bin ich denn voller Algen und so nass? Ich muss mir dringend was überlegen. Na also, jetzt sehe ich doch um einiges besser aus. So gefällt es mir mehr. Oh nein, ich falle! Wie kann ich denn überhaupt auf dieser Flosse hier stehen? Meine Haare sind schon wieder nass. Ich muss sie mir schon wieder trocknen. Das ist gar nicht so einfach, eine Meerjungfrau zu sein. Ja, ja, wir mögen es, fotografiert zu werden. Wow, die Mädels sehen ja echt unglaublich aus. Tja, was stimmt, stimmt eben. Das kannst du laut sagen. Wir sind nun mal wunderschön. Oh, das war die Glocke. Wir müssen irgendwie in den Klassenraum kommen. Nein, ich falle! Ah, Mann, sind die tollpatschig. Na komm schon, geh auf, blödes Schließfach. Ich habe echt nicht genug Kraft. Moment, ich könnte doch meine Superkraft benutzen. Na also, klappt doch. Wobei, jetzt habe ich es doch ein bisschen übertrieben. Ich wollte doch nur mein Schließfach öffnen und nicht die anderen. Ich wollte bloß mein Notizbuch rausnehmen. Wie auch immer, das habe ich nicht gemacht. Na endlich, ich bin an meinem Platz angelangt. Quentin, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Das interessiert mich gar nicht. Meine Lieblingsblume liegt im Sterben. Sie hat gar keine Blätter mehr. Ach, mach dir nichts draus. Ich kann dir helfen. Na, siehst du, deine Blume hat ihre alte Schönheit wieder erlangen. Oh, das ist ja cool. Lilly, du bist eine wahre Wundertäterin.
Und das war noch nicht alles. Schau mal, was ich noch machen kann. Unglaublich, wie hast du das nur geschafft? Einfach cool. Kannst du noch irgendwas unternehmen? Yeah! Also ich könnte versuchen, die Pflanze dazu bringen, dich zu umarmen. Wenn du das natürlich möchtest. Ich glaube, das wird langsam zu viel. Ist doch voll cool, oder? Ich weiß nicht. Das ist voll unbequem. Ups. Wie auch immer, ich muss lernen. Hallo, Sophie. Hey, wo kommt das ganze Wasser her? Wieso ist das hier so nass? Ich liebe dieses Lied. Hey, was ist denn mit euch passiert? Ja, wegen deinem blöden Wasser muss ich jetzt diesen Gips tragen. Wasser? Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Habt ihr mich jetzt gecancelt? Na okay, das Schild ist vielleicht doch noch was Gutes. Aha, das ist ein Süßigkeitenladen. Wo sollen wir uns verstecken? Ich werde mich in den blauen Bonbons verstecken. Aha, ich bin rot, wie die KitKats hier. Super, hier wird er mich nie finden. Mich wird er in diesen Hubba-Bubbas sicher nicht finden. Hier bin ich. Na, habt ihr euch versteckt? Kommt raus. Obwohl, nein, ich werde euch auch so finden. Ich sehe nichts außer KitKats. Oh nein, die bewegen sich ja. Ist ja voll ungewöhnlich. Was ist hier los? Oh nein, die KitKats fallen. Wieso musste das passieren? Ah, Quentin, ich hab dich gefunden. Ah, nicht sie weg hier, bevor Sam mich nicht gefunden hat. Jess, was machst du denn da? Tu das nicht. Oh, wow. Hilfe! Die Flasche fällt um. Ah, da sind ihr die Mädels. Ich hab euch gefunden. Na, freu dich nicht zu sehr. Wir sind selber aufgeflogen. Was ist hier denn los? Sind das etwa Diebe im Süßwarenladen? Ihr habt ja alles zerstört! Gleich könnt ihr was erleben! Wir brauchen wieder jemanden, der sucht. Und wir benutzen neue Farben. Yeah, ich bin lila. Und ich bin gelb. Ah, Sophie, du wirst suchen. Ich glaube, Sophie freut sich da gar nicht. Hey, Sophie, mach dir nichts draus. Wir werden beide suchen. Und ihr solltet euch verstecken, ihr Loser. Nichts wie weg hier, Quentin. Ah, wo soll ich mich verstecken? Aha, unterm Tisch. Aua, das hat wehgetan. Nee, wohl doch nicht unterm Tisch. Ich muss mir was überlegen. Hier vielleicht? Nein, da passe ich nicht rein. Oh, wow. Da habe ich ja was Cooles gefunden. Das sind Pororo-Nudeln. Ich liebe die Dinger. Die sind gerade gelb. Das könnte ich gebrauchen. Yeah. Aha, ich werde die Dinger einfach in die Badewanne geben. Da werden die mich niemals finden. Ich glaube, ich höre etwas. Aha, im Klo vielleicht? Nein, doch nicht. Alles klar, vielleicht hier hinterm Sessel? Wohl auch nicht. Alles klar, jetzt weiß ich es. Aha! What? Hä? Was? Eine ganze Wanne mit Nudeln? Na, wie auch immer. Gut, dass ich meine Stäbchen mit habe. Also kann ich was essen. Die schmecken so lecker. Oh, das ist ja voll blöd, dass Sophie jetzt diese Nudeln aufessen möchte. Ich muss die Luft anhalten. Ah, das hat wehgetan. Wieso packst du mich an der Nase?
Was machst du denn hier, Quentin? Ab in die Nudelwanne. Ach, vergiss es. Ich muss mich so schnell wie möglich verstecken. Hm, hier werden die mich sicher nicht finden. Wobei, nee, die können mich ja doch noch sehen. Hier vielleicht? Wobei, nein, dieses Regal hat ja Löcher. Alles klar. Ich gehe einfach in dieses lila Haus. Hey, wo bist du denn? Ich werde dich gleich finden. Bist du vielleicht hinter diesen Lego-Steinen? Doch nicht. Aha, vielleicht hinter diesem Regal? Nee, wohl auch nicht. Seltsam, wo ist sie denn bloß? Vielleicht ist ja hier niemand. Also kann ich einfach mal mit meinen Puppen hier spielen. Oh wow, der spielt ja mit Puppen. Ich sollte nicht lachen. Wer ist denn da? Ups, hier ist niemand. Moment mal. Ich habe ja noch das Puppenhaus nicht überprüft. Ihr bleibt mal schön hier. Schauen wir mal. What? Was? Sind das etwa Schuhe? Da ist eine Hand. Ups, Hallöchen. Hey, Monika. Du hast also gesehen, wie ich mit Puppen gespielt habe? Ich kann nicht zulassen, dass du das irgendjemandem mal erzählen wirst. Du wirst für immer in diesem Puppenhaus bleiben müssen. Oh nein. Ich werde hier noch rauskommen. Oh Mann, die haben mich gefunden. Mich auch. Gut gemacht, Sam. Na, mal sehen, wer sich als Letzter noch verstecken wird. Oh, ich kann mich wieder verstecken. Nicht sie weg hier. Oh, ich bin mir sicher, wir werden die finden, nicht wahr? 1, 2, 3. Okay, ich bin im Garten. Das wird ganz schön einfach sein, mich hier zu verstecken. Ich tue einfach so, als wäre ich selber ein Baum. Ich muss mich einfach nur ein bisschen mit diesen Blättern hier tarnen. So ist gut. Hier kommen noch ein paar Blätter hinzu. Und jetzt muss ich noch so eine Baumpose einnehmen. Na, was haben wir denn hier? Das sind Bäume. Ich sehe niemanden. Monika? Würde sie sich hier verstecken? Keine Ahnung. Wobei, dieser Baum sieht irgendwie seltsam aus. Ich glaube, ich sollte ihn einfach mal gießen. Oh, alles klar. Dieser Baum ist eindeutig am Verdursten. Ah, was soll das? Hör auf! Du machst mich ja ganz nass! Oh, Monika, ich hab dich ja gar nicht bemerkt. Tut mir leid. Ich glaube, du hast verloren. Ah, hier ist noch ein bisschen Wasser übrig. Okay, wo soll ich mich verstecken? Ah, ich weiß, unterm Bett. Ah, das war eine schlechte Idee. Aua. Wow, so viele Huggy-Wuggies. Oh, das ist eine wunderbare Idee. Sophie wird mich niemals im Leben in diesem Spielzeug hier finden. Irgendwo hat er sich doch verstecken müssen, oder? Ganz sicher unterm Bett. Aha, das hat wehgetan. Na gut, wo ich schon mal im Schlafzimmer bin, könnte ich mich auch einfach nur hinlegen. Hä? Wieso ist dieser Huggy-Wuggy so schwer? Wieso kann ich ihn nicht bewegen? What? Ich bitte um Verzeihung. Du kannst dich hinlegen. Okay, super. Moment mal. War das ein echter Huggy-Wuggy? Wie furchtbar! Ja, großartig. Das ist der beste Effekt überhaupt. Sophie ist so lustig. Die hat sich ja wie ein kleines Mädchen erschrocken. Ja, wie auch immer. Schlaf gut. Wir sehen uns noch.